sprechen dann gehalten hast. Wir hatten ja gestern darüber gesprochen, dass ich das Interview mit dir führe. Ja, das war jetzt auch. Habe ich dir versprochen, Tom? Das war auf der Record. Ja. Es gab beim Weigand ein paar Probleme. Kannst du mal kurz deine Sicht bringen? Ja, mein Gegner, der Mirsad, der hatte 3 Kilo zu viel drauf auf den Rippen. Ja, er musste dann ein bisschen abschwitzen gehen. Hat es dann auf 78,6 geschafft. Naja, trotzdem ein bisschen drüber, aber er hat sich noch die meiste Mühe gegeben. Und Hut ab vor seinem sportlichen Ehrgeiz. Ralf hat ja trotzdem gewonnen und als Strafe, weil sowas nun mal sein muss, wenn man sich auf 77 geeinigt hat und der andere hat 2 Kilo mehr, bekommt da Ralf jetzt 100 Euro noch von der Kampfbörse vom anderen. Das ist auch was, oder? 150 sind es ganz genau. Das siehst du mal. Ja. Kann man schon lassen. Das kann man lassen, ja. Wie ist der Kampf aus deiner Sicht gelaufen? Bist du zufrieden mit deiner Performance? Ich war zufrieden. Ich habe natürlich den K.O. gesucht. Wollte den K.O. schlagen mit Ground and Pound. Ich habe mein Game durchgezogen, Dominanz mit Stärke und mit Kondition. Habe bemerkt, dass er mir da nicht das Wasser reichen kann. Habe es dann in der zweiten Runde gleich Game verfolgt. So wie es mir mein Trainer Johannes Wiedt erzählt hat und gesagt hat, mir empfohlen hat. Ich habe es nochmal durchgezogen. Zweite Runde ist genauso wie die erste gelaufen, dominant. Und am Ende ohne Zweifel natürlich für mich. Gab es irgendwelche Aktionen von ihm, die dich überrascht haben? Oder war es wirklich Plan A, Plan A durchgezogen, hat alles gepasst? Es hat alles gepasst. Ich war bloß erstaunt, dass er zweite Runde dann doch durch die ganzen Körpertreffer, die ich gelandet habe, doch noch so viel Kraft in den Armen hat, um mir mein Game ein bisschen zu blockieren. Was steht für dich als nächstes an? Hast du dieses Jahr noch irgendwelche Kämpfe in der Timeline? Schauen wir mal, was reinkommt. Ich bin immer bereit. 77 Kilo ist, glaube ich, ein gutes Gewicht. Ja. Der Michi ist bei 84, so kommen wir uns in die Quere. Und ja, ist noch jung, wir haben beide noch die Chance auf den Kampf. Genau, so ist es. Und das werden wir weiter verfolgen. Ich habe super Trainingskameraden, Lars. Starkes Team, ja. Saustarkes Team. Super in der Ecke. Kann nichts schief gehen. Immer eine ruhige Seele. Also ich kann mich nicht beschweren, mein Team ist top. Wir müssen wir uns wirklich nicht verstecken. Die letzten Worte wie immer an dich, wenn du noch jemanden grüßen willst. Freunde, Familie, Freundin, Sponsor, Oma, Opa. Ich grüße alle, die heute da waren, mir und dem Michi lautstark Unterstützung gegeben haben. Und ich danke meinem ganzen Sandfighting-Team, alle, die mit mir trainiert haben, die heute da waren. Lieben Gruß, danke für euch. Bis dann, gute Schlussrunde. Einer fürs Team.